Hallo und herzlich willkommen. So, mal kurz das Interface ausgeblendet, da ich eine kleine Ankündigung zu machen habe. Und zwar hier, ihr erkennt das Häuschen, so, Häuschen aus dem Let's Play. Ja, ich hatte schon eine ganze Weile aufgenommen, um uns umziehen zu lassen. Das bedeutet, wir sind in der letzten Folge oder in den letzten Folgen eigentlich hier runtergegangen, haben vorher das Inventar gefüllt mit allem, was man so braucht, und sind dann hier durch dieses Tor gegangen. Das werden wir jetzt auch mal machen und dann zeige ich euch, was dann passiert ist. Grund, warum ich das jetzt hier nochmal so erzähle, ist ganz einfach. Ich habe mir die Aufnahme komplett zerschossen, das heißt, uns fehlt über eine Stunde Aufnahme etwa, und das hole ich jetzt ganz kurz nach. Und dann geht's in gewohnter Weise mit dem Minecraft Let's Play mal wieder weiter. Und ja, wir gehen mal durchs Tor. So, und da sind wir auf der anderen Seite des Nethers und ja, wir werden einfach mal schauen. Ich bin dann beim letzten Mal, ich muss aber jetzt den Weg nochmal finden, hier hochgegangen. Oh, na komm schon. Und haben. Ach, was ist das? Ich war gerade geflogen, da fliegen wir jetzt auf. So. Ja, wir sind hier rüber, über diesen kleinen Lavafluss, dann in diese Richtung marschiert, haben uns eine Erdbrücke gebaut, um hier zu dieser Festung zu kommen, die ich in der Ferne erspäht hatte. Und dann sind wir hier rechts abgebogen. Haben uns hier wieder runtergebaut und wie ihr jetzt hier seht, einen Tunnel einfach in den Berg reingehauen, um weiter zu wegzukommen von dem alten Portal, und sind dann hier in ein neues Portal gegangen und kommen jetzt in der eigentlichen neuen Welt bzw. in dem neuen Gebiet raus. So, ich mache das Interface mal wieder an und stelle Spielmodus wieder um. Und da sind wir nun. Das Portal hatte ich hier eingemauert oder eingeerdet, damit das nicht so hässlich in der Gegend rumsteht. Ja, wir sind ein Stück weitergegangen und haben uns auf dieser kleinen Erhöhung, die hier ist, ein Häuschen gebaut. Das besteht nicht aus so vielen Räumen. Hier haben wir einen kleinen Eingangsraum. Hier direkt geradeaus das Schlafzimmer, das war der erste Raum, den wir gebaut hatten. Leider natürlich jetzt irgendwie alles offscreen. Hier soll ein Wohnzimmer entstehen und hier ist sozusagen die Küche bzw. der Arbeitsraum. Ja, dann gibt es noch einen angefangenen Raum. Oh, ups, Moment. Dann gibt es noch einen angefangenen Raum und das ist der Kellerraum. Da geht hier die Treppe runter einmal und wir sind hier im Keller mit ein paar Truhen, ich weiß gar nicht, ja doch, die sind schon gefüllt, ein bisschen, und ja, so sieht es zurzeit aus. Wie gesagt, aufgrund des Loches, was wir in der alten Welt bzw. in dem alten Bereich hatten, wollte ich uns umziehen lassen, und das habe ich dann auch getan und hier schon einiges gebaut. Unsere erste Heimat sozusagen, ach ja, dort hinten sieht man unser Feld, das ich schon eingerichtet habe. Und ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Alles Weitere kommt dann in der nächsten, beziehungsweise für euch dann ersten regulären Minecraft-Folge. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.